Thomas, du spielst Weichhorn bei Generell 5. Ihr seid da sicher schon weit umeinander gekommen. Gibt es noch einen Ort, wo du gerne mal spielen würdest? Ich spiele an verschiedenen Orten gerne. In Sils Maria haben wir auf dem Floß gespielt, das ist speziell. Aber es wackelt ein bisschen. Du musst schauen, dass du überhaupt noch spielen kannst. Und hinten dran sitzt am Fischen und am Schwimmen und Bergen. Super Atmosphäre, einmalig. Ich liebe Natur. Im KKL ist natürlich eines der schönsten Konzerthäuser in Europa. Wunderschön. Ich würde gerne auf der grossen Bühne auch noch spielen. Die Welt ein bisschen sehen. Auf einem Kreuzfahrtschiff würden wir gerne spielen. Ich war gerade auf Kreuzfahrt. Wunderschön. Und mit Ferien kombinieren. Ja, klar. Jetzt, bei dir ist mir gesagt worden, dass man manchmal ein bisschen ums Wort kämpfen muss. Wie bringt man denn dich zum Zuhören? Ein Bier aufmachen. Okay. Was würdest du Thomas mit 18 Jahren raten, wenn man jetzt die Zeit zurückdrüllen könnte? Mit 18 bin ich mit der Liberty Brass Band in England gewesen, also einem Contest, und wollte dann auf dem S-Horn studieren. Dann hat mein Vater gesagt, nein, du sollst auch an einem Waldhorn spielen. Und das würde ich wieder machen. Das war wirklich schön. Das Waldhorn ist so ein tiefes Instrument, ja, von der tiefen Lage bis zur höheren Lage. Alt, bis in Sopran, bis in Bass kann man spielen. Aber es hat so eine Tiefe im Klang, meine ich. Auch in der Filmmusik wird es viel verwendet für die emotionalen Sachen. Titanic zum Beispiel. Und da entspricht mir sehr, gefällt mir. Ich würde das genau wieder machen. Das war mit 18 Jahren die Entscheidung. Kannst du kochen? Ich mache meistens Salat, da kannst du alles drin tun. Okay. Ich nehme verschiedenste Gewürze und nehme ein bisschen da, wo ich alles habe. Und ich habe gerne ein bisschen Ballaststoffsachen, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse. Ja, habe ich gerne. Und sonst Spaghetti ist ein bisschen einseitig. Ich koche nicht so wahnsinnig viel. Ich gehe entweder bei meiner Freundin oder bei der Mami oder bei der Schwester oder auswärts. Bei der Monik. Bei der Monik gehe ich auch viel essen. Melde mich einmal an, ich komme jetzt. Ich würde sehr gerne kochen. Der Berufsberater hat gesagt, ich soll kochen werden. Das ist kreativ, ja, ja. Vielseitig. Ja, und dann habe ich den gleich Landschaftsgärtner gelernt. Das war auch gut. Wie sieht es denn in deinem Auto aus? Bist du da sehr auf Superkeit oder ist es eher chaotisch? Ich habe gerne super im Auto. Nur putzt es mir niemand. Das ist echt ein Problem. Also ich putze mein Auto ja außen alle halbe Jahre, ob es nötig ist oder nicht. Immer wenn ich an den Pneu wechsle. Und innen. Ich habe einfach so viele Jobs, ich mache so viele Sachen gerne. Und dann bleibt einem nicht auch noch Zeit für das sinnlose Autoputzen, obwohl ich gerne einer bin, der Ahnung hat und Sauberkeit. Aber aus ökologischen Gründen könntest du jetzt nicht aufs Auto verzichten? Ich finde es so ein Zeichen. Als Musiker kannst du fast nicht aufs Auto verzichten. Ja. Jetzt wohne ich irgendwo im Kachen, dort im Sommer. Da kommst du schon gar nicht mehr an. Jetzt haben wir gestern in Herliberg gespielt. Ja. Und dann bist du fertig dort um 12:30. Kommst du noch die Nacht über. Mega fein gewesen. Und ich habe natürlich gar den blöden Pommes genommen. Nein, jeder soll einen Salat essen. Jetzt gehe ich dann wieder aufs Laufband. Ja, aber auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn ich weniger fahren würde. Und ich schaue schon auch, dass ich mal kann. Ich fahre gerne Zug. Im Studium hatte ich 10 Jahre das GEA. Ich fahre gerne Zug. Du lernst auch Leute kennen. Kannst sogar mal schlafen. Ja, aber ich brauche das Auto.